Guten Morgen, meine Liebe, ich grüße Sie ganz herzlich. Wir sind jetzt in meinem Auto unterwegs. Wir haben die Kleinen dabei. Die restlichen Kinder sind alle Kindergarten und Schule. Die Michelle und der Patrick hatten gestern das erste Mal Schule seit langem. Vor allem der Patrick. Ich glaube, der Patrick war seit Ende November nicht mehr in der Schule, oder? Sowas. Also der hat auf jeden Fall schon ganz lange zu Hause. Und bei uns in Österreich ist es jetzt so, dass die Kinder Hybridunterricht haben, so heißt das. Also das heißt, sie sind 2 Tage in der Schule und 2 Tage zu Hause. Unsere Kinder haben jetzt Montag und Dienstag Schule und dann sind sie morgen, also sie sind in der Schule und morgen sind sie im Homeschooling und Freitag auch. Ja, und so tauschen sie sich immer in der Gruppe, jeder sitzt auf einem eigenen Tisch und die Direktorin hat das so eingeteilt, dass die Geschwisterkinder immer zusammen in der Schule sind, was ich super finde, weil es sehr praktisch ist für die Eltern. Ja, und die Kinder, Gartenkinder, das sind Michelle, Lara und Luisa, sind sowieso im Kindergarten die ganze Woche. Und ja, wir gehen jetzt zum Ikea. Also bei uns hat ja seit 8. Februar, also seit Montag, haben die Geschäfte wieder offen. Gastronomien haben geschlossen. Weiterhin auch Hotels und Fitnesscenter. Also so nur teiloffen gewisse Sachen. Friseure haben auch wieder offen, aber wenn man zum Beispiel zum Friseur möchte, dann muss man sich testen lassen. Man darf da nur mit einem negativen Test rein. Und ja, nur so als Information für euch, falls ihr das nicht mitbekommen habt. Und ja, wir sind jetzt auf dem Weg zum Ikea. Wir haben uns jetzt mit Absicht nicht am ersten Tag auf die Socken gemacht, weil, ja, ich weiß nicht, ich habe immer, gerade am ersten Tag denke ich, dass da am meisten Leute jetzt in den Geschäften herumfließen. Und wir werden... Wie geht die andere Garage? Gehen wir lieber am zweiten Tag. Aber wir brauchen unbedingt das. Wir haben halt diese Pflanzen gekauft und die haben immer noch keine Übertöpfe. Das ist so... Oh. Ja, das ist schon schwer. Das ist nichts Dramatisches, aber wir brauchen einige Sachen beim Ikea. Wir haben keine kleinen Teller mehr. Es ist so... Ein paar Schüsseln fehlen uns und das ist halt so ein bisschen immer ein Kampf. Und deswegen probieren wir unser Glück heute. Wir schauen noch kurz zum TK Maxx. Also, wenn viel los ist in den Geschäften, wird sowieso nicht viel los sein, weil die sind ja so begrenzt auf Personen. Das Einzige ist, wenn viele Leute da sind, könnte es sein, dass wir draußen warten müssen, bis wir reinkommen. Aber ich glaube, das ist es. Also wir hoffen, dass die Leute vielleicht... Entweder schlafen die Leute noch, sind jetzt entweder auch einen Job, wo sie rein müssen, also einen Angestelltenjob. Deswegen schauen wir mal, hoffen wir mal, dass nicht so viel los sein wird und wir schnell reinpushen können. Ja, so viel von uns. Und wegen den Vlogs, voll viele Leute fragen, wann kommen jetzt denn die Vlogs bei euch? Wir hatten ja geplant Dienstag, Freitag und Sonntag. Da wir aber Geburtstag hatten letzte Woche, das war dann Papas Geburtstag, wollten wir uns jetzt nicht mega abstressen mit einem Video. Deswegen haben wir gesagt, machen wir das Sonntag. Aber das Video zu schneiden hat zu lange gedauert. Dann war die Lara krank, der Papa musste mit ihr zum Arzt fahren. Und deswegen ist am Sonntag das Video nicht online gekommen, weil wir es einfach nicht geschafft haben. Deswegen kam es am Montag. Deswegen ist jetzt diese Woche so ein bisschen Verwirrung. Wann kommt jetzt dieses Video online? Das wissen wir auch nicht, oder? Weil heute wäre Dienstag. Heute? Schauen wir mal, der Papa. Schön aus, nicht so gut. Wie ein Mann, der im eine Mütze trägt. Auf der Baustelle. Auf der Baustelle, genau. Wie gehen wir auf die Treppe? Willst du mal das Ding mal lief? Machst du im Aufzug stecken bleiben? Wieso? So wie letztes Mal? Das ist schon sehr lange hier. Keiner macht die Türen auf. Schauen wir mal, wie lange die Schlange. Wir haben tatsächlich geschafft, wir sind drinnen. Aber es ist schnell gegangen. Hat nicht lange gedauert. Nein. Ein paar Minuten und. Ja. Waren wir schon flutsch drinnen? Flutsch? Wir haben auf jeden Fall in Österreich FFP2-Maskenpflicht. Ich glaube, in Deutschland ist das noch gar nicht Pflicht, oder? Wieso haben wir Schwarze? Wir haben stylische Schwarze, jeder schaut uns an. Das passt zu meinen Haaren. Ich würde sagen, wir nehmen so mit Rosa. Rosa? Nicht rosa. Und dann nehmen wir halt weiße und graue. Schon. Haben wir nur ein Mädchen im Haus? Ja, wir haben auch ein Bubi im Haus. Wir nehmen, sehen wie viele? 2, 4, 6. Nehmen wir 3 rosa und 3 blaue. Na, das ist zu kitschig. Entweder wir nehmen weiß und grau oder schwarz. Schwarz? Ja, so, da gibt es alle Farben. Grau schaut schön aus, ne? Blau schaut auch schön aus.
sieht auch schön aus, ja. Na gut, dann nehmen wir so eine. Wollen wir es abfotografieren, oder? Ja, dass mal wissen, wo in welchem Regal das ist, ne? Schau mal, was ist das denn? Ist doch cool, oder? Das ist ein Sieb. Da kann man viel drin waschen. Ja, eine Salatschleuder. Unsere ist nämlich kaputt gegangen, oder? Ja, du hast die geschmolzen, oder? Nein, ich habe ihn, ich war genervt, ich habe aber eine verpasst. Ach so? Ah, also. Ich schau kurz hier. Schau mal, Schätze, das ist ein cooler Topf. Der erinnert mich so ein bisschen an die Mulin, alle Mulinex-Töpfe. Weil der hat so, da kannst du hier Wasser abgießen und da kannst du sperren. Ja. Und du hast doch hier so einen. Ha? Lass den Griff nicht drin. Ja. Und der Kleine verschläft alles. Er macht so Kätzchengeräusche. Er liebt es in der Trage. Oh, mein Baby. Ja, Papa hat leider seinen gewünschten Topf nicht gefunden. Ah, ja, cool. Glasmessbecher, aber. Glas, groß und klein auch oder nur klein? Aber in dem können wir da nichts mixen, oder? Dann geht er kaputt. So. Wir sind jetzt fertig beim Ikea. Wir haben ein bisschen mehr gekauft, als wir gedacht haben. Von ein paar Teller und Schüssel ist ein bisschen mehr geworden. Sogar auch ein Stück Möbel. Aber das zeigen wir euch zu Hause, was wir alles gekauft haben. So eine Art Ikea-Hall, oder? Machen wir da. Gibt es sowas? Ja. Na gut, ich glaube, wir haben keine freie Hand mehr. Und stellen die Leute auf den Boden. Monat oder sie. Wir sind beim Ikea schon fertig. Wir wollten jetzt noch mal kurz zum TK Maxx schauen. Aber das war zum Vergessen. Es waren so viele Leute angestellt, deswegen haben wir gesagt, nee, da gehen wir nicht rein. Es waren viel mehr Leute als beim Ikea angestellt. Oder? Und das ging auch sehr langsam. Also. Genau, also, weil das Geschäft einfach viel kleiner ist. Deswegen haben wir gesagt, nein, wir gehen jetzt nicht. Und jetzt sind wir beim Depot. Kann man sehen? Ah, da. Beim Depot und zum Action wollen wir auch noch kurz reinschauen. Papa sucht nämlich, weil er macht immer so besonderes, schöne Videos auf Instagram. Folgt ihm übrigens. Oh, danke schön. Dr. Rotbart, Dr. Anderlein Rotbart. Der macht immer so schöne Videos und er braucht immer so schöne Teller, wo er das Essen drauf platziert. Für die Fotos danach. Weil wir haben schon so viele kaputte Teller oder einfach so handelsübliche Teller, was jeder normale zu Hause hat. Aber wenn man was Schönes machen will, dann muss man schöne Fotos. Also für schöne Fotos braucht man schöne Teller. Deswegen schauen wir jetzt noch. Aber dann nehmen wir die Leute jetzt aber nicht mit, oder? Weil nein, glaube ich. Das Depot ist so klein, da kann man nicht so heimlich mitfilmen. Findest den anderen im Nacken. Ja, weil falls wir was finden, zeigen wir es euch sowieso. So, meine Lieben, wir haben es jetzt nach Hause geschafft, aber wir werden es leider nicht ins Haus reinschaffen, weil schaut mal, was vor der Tür ist. Holy, was ist hier? Unser Kinderwagen ist da und wir kommen einfach jetzt nicht rein. Die Tür ist offen, wenn ein Auto vorbeikommt. Okay, 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 okay. Ein bisschen. Kofferraum voll. Papa kommt nicht ins Haus. Hast du eh den Schlüssel, oder? Ja. Soll ich da auch was ausleeren aus dem Kofferraum oder machen wir das später? Ich muss sowieso diese Möbel von da draußen. Achso, stimmt. Ich glaube, ich komme lieber rauf und trage den Kinderwagen von der Tür weg. Wir sind jetzt schon zu Hause vom Ikea. Wir haben die Kinder vom Kindergarten schon abgeholt und wir wollten euch eigentlich zeigen, was wir von Ikea gekauft haben. Aber uns hat die heiße Hunger gepackt. Naja, die Kinder abholen, schnell Essen vorbereiten, weil wenn wir den Vormittag nicht zu Hause sind, dann ist das mega stressig. Dann. Ja, und wenn ich auch Hunger habe, dann bin ich auch ein bisschen ungut. Eine Diva. Ja. Und, aber danach, nachdem wir gegessen haben, zeigen wir euch, was ihr alles von Ikea gemacht habt. Wir haben sogar schon alles vorbereitet. Schon. Genau. Ist alles filmbereit. Zeig mal. Ist aber nicht alles. Aber zuerst essen wir mal was und dann zeigen wir euch. Die Mama hat jetzt für Mittag ein, was ist das, Pangasius? Na, Lachs. Lachsforelle mit Bratkartoffeln. Aber ich muss die Pfanne wechseln, das ist eine blöde Pfanne. Die Pfanne muss man dann weghauen. Ja, nein, ich brauche sie für andere Sachen, aber man oder. Kann mit der nicht anbraten. Wisst ihr? Weiß ich glaube nicht, dass die wissen. Ich weiß nicht, warum man mit der nicht braten ja, kann. Ja, das ist so eine Kochpfanne. Das ist eine Waschpfanne. Zum Kochen.
Aber die Sachen werden da drin nicht knusprig, oder? Die werden nur entweder verbrannt. Oder matschig. Ja. So wie dem zum Beispiel. Genau. Naja, ein paar krokante Zwiebeln. Ist auch okay, oder? Ja. Das gefällt mir. Tada! Aber der Geschirrspüler rennt gerade, also it's the life. Mit siebenköpfige Familie. Kaum der Geschirrspüler voll eingeschaltet, nächste Ladung wartet schon. Ja. Aber gleich ist das Essen fertig. Fertig mit Essen. Ich sag's euch, das war jetzt sehr lecker. Wir haben uns das Essen regelrecht inhaliert, weil wir haben heute überhaupt keine Zeit gehabt zum Essen. Wir haben auch nicht gefrühstückt. Wir sind gleich nach dem Kindergarten los zum IKEA und das ist der Vormittag bei uns voll gestresst gewesen. Ja, ich muss jetzt auf jeden Fall den Patrick für einen Corona-Test anmelden, weil der muss unbedingt zum Friseur. Das ist schon einfach, der hat so lange Haare schon. Wann war denn der das letzte Mal Friseur? Vor November wahrscheinlich. Also der seine Haare wachsen auf jeden Fall mega schnell. Und ja, deswegen muss ich ihn jetzt auf jeden Fall mal für einen Corona-Test anmelden, weil bei uns in Österreich ist es so, dass jetzt seit gestern alle Dienstleistungen, also körpernahen Dienstleistungen wie Friseure und so weiter, Nagelstudios, Tattoo-Studios, alles hat offen. Nur muss man einen Corona-Test vorher machen. Friseurtermin steht. Corona-Termin-Test steht auch. Corinna. Corona-Testtermin steht auch. So, ich muss jetzt kurz mich sammeln und kurz überlegen, was ich machen muss, weil dann muss ich die Michelle von der Schule holen. Und dann lasse ich euch beim Papa. So, ich räume mal kurz auf und dann zeige ich euch schnell die Sachen, die wir beim IKEA gekauft haben und beim Action. Beim Action haben wir auch einige Sachen gefunden. Wir waren auch beim Depot, aber beim Depot, vergiss es. Also, die sind entweder mega teuer oder nicht so schön. Die waren jetzt auch nicht so schön. So, meine Lieben, und jetzt zeigen wir euch schnell, was wir beim IKEA gekauft haben und beim Action. Machst du mit oder soll ich es alleine her zeigen? Wir können gemeinsam machen, okay. Ich drücke mir mal um. Das ist unser kleiner Shopping. Wie viel haben wir jetzt ausgegeben? 160 Euro. Und das haben wir auch noch gekauft, genau. Diese Übertöpfe für diese Pflanzen hier. Also, wobei, wenn ich mir jetzt meinen Übertopf anschaue und das, also, ich glaube, du hast dich ein bisschen verschätzt, oder? Wieso verschätzt? Du glaubst, ich tue immer umtopfen alle drei Morgen. Okay, Papa kauft gleich so ein fetten Ding und dann. Ein Mann, und dann. Für immer, Digga. Tschüss, Bro. Okay, also wir haben einfach drei Übertöpfe gekauft für unsere schönen Pflanzen. Hier, wir haben ja einen Gummibaum, eine Monstera und ein Farn. Gummibaum? Ja, heißt so. Gummibaum, Ficus. Ficus. Ja, wo Gummibaum ist, der Bitz. Ja, egal. Auf jeden Fall. Der Papa hat sich für seine Kochvideos, wo er halt immer so Zutaten so reintut, so Paprikapulver oder Mehl oder was auch immer. Natron. Ja, ja. Dann hat er sich noch ein bisschen größere auch welche geholt. Für Zwiebeln, für Paprika, klein gehackte Paprika, oder? Petersilie, okay. Das. Dann haben wir für die Hunde eine Wasserschüssel, eine zweite geholt, weil die Hunde haben so eine große Wasserschüssel und ja, das ist auf jeden Fall für die Doggies. Dann haben wir so einen hübschen Glasmessbecher gekauft. Ja. Auf jeden Fall müssen wir damit aufpassen. Dann haben wir zwei kleine Auflaufformen gekauft. Wir machen nämlich immer, wenn wir zum Beispiel Essensreste überbleiben, dann Tabakschirl. Da kommt das Essen da rein und dann in den Kühlschrank. Wir sind komplett auf Glas umgestiegen. Wir haben fast gar nichts mehr aus Plastik, weil die werden mit der Zeit so ekelhaft, so gelb und so. Und die vom IKEA sind einfach cool. Dann einen kleinen Topf. Mit Deckeln, dann haben wir auch noch so Rührschüsseln, zwei in so ein hartes Plastik. Dann die Salatschüssel, also eine große Schüssel halt, mit so einem. Das ist auch für Kochvideos. Genau, für Kochvideos. Auf jeden Fall, da wollen wir Salaten so drin machen, Couscous und so weiter. Dann eine Salatschleuder, weil unsere ist kaputt gegangen. Und das haben wir auch noch in Ikea. Genau, diese Sachen. Da hat sich aber so ein hübsches Brettchen geholt, das ist das vom Mangobaum. Oder? Mangoholz. Ja. 15 Euro hat es gekostet. Aber es ist sehr, sehr schön. Wirklich.
Das habe ich mir gekauft. Mir haben die so gut gefallen, diese kleinen. Das sind so wie Kaffeebecher, oder? Ja, mach auch. Ich fand die so schön. Ich habe immer meinen Kaffee raus. Jetzt immer trinken. Schaut mal, wie hübsch. Also, und jedes hat ein anderes Design. Wenn du willst, darfst du auch deinen Kaffee da draus trinken. Ich trinke das mit. Das schaut wie mein Bart aus. 3 Tage lang. Ja, wir waren wirklich mega süß. Das ist mein Liebling, mit dem Blümchen unten. Okay, dann willst du sehen. Dann, auf jeden Fall müssen wir das jetzt alles in die Geschirrspüler räumen. Dann hat sie aber noch so 2 Platten geholt. Warte kurz. Auch natürlich von Ikea. Genau, das sind die letzten Sachen, die jetzt noch von Ikea sind. Also einmal so ein schwarz, dunkelgrauen Teller und einen beigen, damit das hübsch ausschaut, das Essen. Oder? Mahlzeit. Mahlzeit. Ja, und das war jetzt von Ikea. Und das, was hier ist, das ist vom Action. Da hat sich der Papa eine hübsche Salatschüssel geholt. Hier hat er nicht so, haben wir immer entweder 1 Stück oder 2, oder? Haben wir da auch diese Sachen doppelt? Also jetzt nicht für jedes Kind oder so eins, sondern wirklich hier nur zum Herzeigen, genauso wie auch diese Teller. Das sind nur für die Videos und ja, hat ihm diese Schüssel gefallen für seine Bohnen, so bei die er kochen möchte. Dann ein bisschen Deko, so Geschirrtuch, schaut voll cool aus. Haben wir letztens entdeckt, oder mit unserem roten Geschirrtuch. Das, das ist so, hier so eine längliche Platte, wie das hier auch gedacht. Schaut sicher schön aus, so ein Stück Fleisch und Pommes. Oder ein Fisch. Oder ein Fisch. Und da haben wir halt für die Großen, also für uns 4 Stück gekauft. Und für die kleinen Würmer, Clara, Luisa, kleine gekauft. Und wisst ihr was, das ist Porzellan. Echt? Und es war echt nicht teuer. Das große hat 3,80 gekostet, oder was hat das kleine? 3,79 und 1,99. Das wollen wir schon, geht eigentlich, gell? Und dann diese Tellerchen hier, die sind auch so schön. Schaut mal, da gibt es ein grünes. Also 2 grüne. Da haben wir immer 2 genommen, oder? Ja. Bei den bunten Tellerchen. Auf jeden Fall haben wir das kleine für die Kinder genommen. Die Kleinen essen gerne von kleinen Tellern und deswegen haben wir die großen von den großen Tellern. Genau. Ja, und da sieht so schön aus zusammengestellt. Stell dir mal die grüne nochmal dazu. Also, ne? Das sind schöne Farben. Wunderschön. Ja, sehr schön. Und die waren echt auch gar nicht so teuer. Also 2 Euro oder so. Und dann noch die großen Teller. Da haben wir jeweils 1 genommen, gell? Also ein grünes, ein beiges und ein blaues. Das schaut wirklich schön, das ist dunkelblau, gell? Mhm. Ja, mir gefällt alles, was ich heute gekauft habe. Und die sind handglasiert. Sehr schön. Also, ich freue mich schon auf nächste Kochvideo. Auf jeden Fall, voll schön. Also wenn ihr so schönes Geschirr sucht und nicht wisst, wo ihr es holen sollt, beim Action gibt es wirklich. Und da gibt es auch Schüsseln, aber leider bei dem, wo wir waren, hat es keine mehr gegeben. Also in dieser Art. Diese. Beim Action finden wir immer irgendwas. Man geht sicher nicht mit... Vor allem der Mama. Ja, und ich muss jetzt den Kleinen nehmen und wir zwei holen jetzt zum Beispiel von der Schule ab. Die hat nämlich heute so komisch aus, dass sie keinen Bus nach Hause hat. Und der Papa bleibt währenddessen zu Hause. Und ich baue die Möbel zusammen. Genau, der Papa. Wir haben ja bei Ikea noch was gekauft. Und zwar für die Kinder zum Spielzeug verstauen. So einen weißen Bester, oder? So einen weißen, ja, so Spielzeug, Schrank oder irgendwas, genau. Mit so Schubladen. Wir haben weiße Schubladen genommen. Genau. Und das baust du das jetzt auch? Ja. Cool, dann lasse ich euch zu Hause mit dem Papa und ich werde mich jetzt fertig machen, damit ich rechtzeitig die Michelle abhole. Und bis später. Mein Kannst du mir sowas geben? Ja. Nein, noch eine, ja? Ja, genau, die lange. Papa! Ja, diese. Nein, die Holzdübel.
Geht? Ja. Darf ich was machen? Natürlich. Einmal die Lara, einmal die Luisa. Schau, schnell. Schau, jetzt lüpft. Ja. Ja. Warte, mag der Papa weiter. Kann ich das machen? Das ist ein bisschen schwer. So, jetzt mag die Luisa. Die Lara. Ja. Mag die Lara. Es fliegt wie ein Flugzeug. Ja. Na, da habe ich aber richtige Unterstützung da. Mit euch kann ich das ganze Haus zusammenbauen. Ja, die Lara ist schon gut handwerklich. Papa, mach's auch. Die Lara ist schon handwerklich begabt, wie man sieht. Ja, ja, warte, warte. Zuerst die Lara muss fertig machen und dann bist du dann wieder dran, okay? Sei nicht traurig, es gibt Arbeit genug. Warte kurz. Ha! Papa. Mach nichts. Nichts passiert. Hilf mich. Super. Ein. Bitte mehr? Oben, oben. Warte auch. Warte, lass mal die Lara auf. Da oben, Lara. Ja, und das da. Ja, bitte. Okay. Achtung. Noch eine da. Warte. Nein, wir sind fertig. Okay. Dann ist der Bruder Baby schläft noch. Ja, der Bruder Baby schläft noch. Aber der Bruder Baby ist nicht zu Hause, ist mit Mama. Super machst du das, Luisa. Wow. So, meine Lieben, ich bin schon fertig mit das Möbelstück. Schaut so aus. Auf alle Fälle sehr viel Stauraum. Wir haben schon mit den Kindern alles umgeschlichtet. Genau, der ist noch leer. Da haben wir noch Platz für viele andere Spielzeuge noch. Super. Ja, die Mama ist mit der Michelle in der Zwischenzeit schon nach Hause gekommen. Die werden jetzt gerade was essen. Ich werde das Vlog beenden, denn ich muss jetzt auch noch fertig schneiden, dass es heute noch online geht. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und bis nächstes Mal. Tschüss.